Hallo, liebe Freifahrt-Zuschauer. Auf YouTube hat sich eine Diskussion ergeben zu meinem Video, einem meiner Videos über die Kindeswohldiktatur. Und die Diskussion ist insofern interessant, weil da derjenige, der die angestoßen hat, gemeint hat, naja, ob die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass dann das Wechselmodell nicht angeordnet werden kann, wenn die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, ob diese Entscheidung außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, würde er bezweifeln, weil es ist ja so, dass in der Demokratie die Mehrheit die Macht hat. Und das gleiche Prinzip würde ja dann auch gelten, wenn der Bundesgerichtshof sagt, naja, wenn die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, dann muss halt ein Elternteil ausgewählt werden, der dann die Macht hat. Und so sei es ja halt in der Demokratie. Ja? Da hat immer quasi einer die Macht. Nur diese Vorstellung widerspricht ja wieder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Weil wenn man mal diesen Vergleich nimmt mit dem Wahlsystem, dann geht ja alle Macht vom Volke aus. Das Volk ist der Souverän. Und die Frage wäre ja, wer ist dann in der Trennungsfamilie der Souverän? Und da kann man sagen, das sind die Eltern, ja, die Elternautonomie, die Eltern entscheiden, wie das Kind erzogen wird. Aber dann ist es doch eher so, dass die Eltern quasi die Parteien sind in der, ich sag mal, Familiendemokratie, weil die gewählten Parteien in Deutschland, also die denn die Mehrheit darstellen und die Regierung bilden, die entscheiden ja über die Geschicke des Landes und die Eltern entscheiden über die Geschicke des Kindes. Und damit sind die Eltern ja eher nicht das Volk, ja, der Volkssouverän, sondern eher die Parteien. Und das Volk ist sozusagen das Kind hier. Bevor ich das genauer anschaue, lassen wir es mal bei dieser Struktur. Und dann wäre ja das, was der Bundesgerichtshof macht, ja, wenn er sagt, ihr Eltern, wenn ihr nicht kommunizieren und kooperieren könnt, dann schränken wir von einem von euch das Elternrecht ein. Ja? Also der BGH sagt quasi, wenn ihr Parteien in unserem demokratischen System nicht untereinander koalieren wollt, dann schränken wir eure Rechte ein. Ja? Dann entscheidet das Gericht, wer über die Geschicke des Volkes, ja? Bei uns in der Analogie dann das Kind, entscheidet. Und das ist ja nichts anderes, ja, wenn man mal bei der Analogie bleibt, beim Parteiensystem und dem Wahlrecht, dass der BGH sagt, okay, wir haben hier demokratische Wahlen, aber die Parteien wollen untereinander nicht koalieren. Ja? Also bei den Eltern sind es beide Eltern müssen koalieren, beide müssen kommunizieren und kooperieren können. Also dieser Koalitionszwang zwischen den Eltern übertrage ich den aufs demokratische Parteiensystem, dann sagt der BGH nichts anderes wie, okay, wenn ihr Parteien nicht alle untereinander koalieren wollt, entscheiden wir, wer der Gewinner ist. Ja? Also das Volk hat dann gar nichts zu sagen. Es gibt dann zwar die Parteien, aber wenn die nicht alle miteinander kommunizieren und kooperieren, ja, also nicht koalieren wollen, dann wählen wir als Gericht, sozusagen das Familiengericht bei der Trennungsfamilie, aus, wer die Macht ausübt. Und das zeigt dann auch schon das Problem von der BGH-Entscheidung von 2017 zum Wechselmodell. Der BGH hat, ohne dass das irgendwann im Gesetz steht, sozusagen einen Koalitionsdruck unter den Eltern eingeführt, ja, einen Koalitionszwang. Wenn ihr nicht koaliert, dann wählen wir aus, wer regiert in der Familie. Okay, und jetzt schauen wir uns mal den Souverän an. In der Familie ist es das Kind, nur
wird jemand sagen, das Kind hat doch, ist nicht der Souverän, der wählt ja nicht seine Eltern aus. Natürlich nicht, ja. Das Kind wird geboren und hat dann seine Eltern. Und dann muss man sich halt anschauen, in welcher Form wählt denn das Kind? Und da passt dann eben das Konzept der Triangulierung der Melanie Klein, eine Entwicklungspsychologin, die hat gesagt, Kinder brauchen von Anfang an beide Eltern, um ihre Persönlichkeit zu entwickeln, weil die Kinder haben ja quasi das genetische Material beider Eltern in sich, erleben beide Eltern, sehen ihre Verhaltensweisen und können dann anhand dessen, ja, wie sich die Eltern verhalten, das Imago ausbilden, ja, also die innere Repräsentanz der Eltern, und können aber auch sehen, okay, was ist an dem Elternteil nicht so gut, was finde ich am anderen nicht so gut, und können dann so über die Zeit wählen, wie die Kinder sich entwickeln. Ja? Sie haben mal minimal, sagt die Melanie Klein, sollen die Kinder minimal beide Eltern haben, um quasi eine Wahlmöglichkeit zu haben. Ja? Also das Wählen ist nicht auf politischer Ebene zu sehen bei den Kindern, sondern auf psychischer Ebene. Dass Kinder die Freiheit haben, sich zwischen den Eltern zu entscheiden, jetzt nicht im Sinne von, wo wohne ich, ja, wo will ich nach der Trennung sein, sondern im Sinne von, ja, also das finde ich beim Papa besser, das finde ich bei der Mama besser. Ja, das Kind soll auch den Papa fragen können, Papa, warum macht die Mama sowas? Und dann erklärt es der Papa und sagt, ich finde es auch nicht gut, ja, so ist halt deine Mama. Oder andersrum, ja, dass die Mama erklärt, was am Papa nicht so gut ist. So kann ja das Kind erst seine Autonomie entwickeln, indem es auch reflektieren kann, was ist denn an den Eltern jetzt nicht so toll, ja, und was ist toll. Und dazu gehört natürlich auch dann die Fähigkeit, ja, wenn ich jetzt als Kind zur Mama gehe und sage, hey, das beim Papa finde ich nicht so gut, und ich merke, die Mama übertreibt und die hat einen Hass auf meinen Papa, dann kann ich wieder eine Autonomie in dem Sinn ausüben als Kind, ja, dass ich merke, okay, die Mama, die hasst meinen Papa, aber ich kann meinen Papa ja trotzdem sehen, ja, sie hat keine Macht. Und die Mama übertreibt da, die hat da kein realistisches Bild von meinem Papa, weil ich kenne ja meinen Papa, ja, ich erlebe den ja. Und das ist dann die Wahlmöglichkeit, die das Kind hat. Also, wenn man in Deutschland wirklich die Familie als Nukleus der Demokratie gestalten will, dann muss man diese psychische Wahlmöglichkeit des Kindes auch schützen. Und die ist nur im Wechselmodell geschützt, ja. Wechselmodell heißt ja nicht nur örtlich wechseln, sondern auch auf psychischer Ebene wechseln und die Freiheit haben können, sich selbst zu entscheiden, welche Partei wähle ich sozusagen, ja. Welchen Anteil eines Elternteils will ich in mir integrieren, so wie er ist, anders, modifiziert, vielleicht eher von Mama, vielleicht von Papa. Und es ist ja klar, es kommt ja auch dann das ganze soziale Umfeld dazu, ja, da sind dann noch dann Verwandte, Großeltern und so weiter und auch Schule, Kindergarten. Ja. Das erweitert sich ja, aber der Nukleus ist die Familie und das hat auch den stärksten Einfluss. Und wenn der BGH eben im Wechselmodell, Beschluss von 2017, sagt, ja, also wenn ihr nicht zusammen koaliert, ja, also wenn ihr nicht kommunizieren und kooperieren könnt, entscheiden wir, wer die regierende Partei in eurer Familie ist. Das ist ein staatlicher Eingriff, der ist autoritär. Damit baut der BGH autoritäre Machtstrukturen innerhalb der Trennungsfamilie auf und die zerstören die Familie als Nukleus der Demokratie, weil dann Kinder einem Elternteil gegenüber hörig sein müssen. Der hat die Macht über das Kind. Der definiert die Wahrheit über den anderen Elternteil, wenn er das Kind überhaupt noch dahin lässt und hat damit die volle Macht über das Kind. Das ist dann eine autoritäre Erziehungsvorstellung, die der BGH hat, die nicht mit unserer Demokratie zusammenpasst und eben auch nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Danke fürs Zuschauen, liebe Freiraumzuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.